Ja, wir sind hier im Seminarraum der Firma Eurolam. Wir sind Hersteller von Lamellenfenstersystemen für die B- und Entlüftung von Räumen und als NRWG für die Rauchgasfreihaltung von Flucht- und Rettungswegen. Der Raum ist für ca. 20 Personen konzipiert, wir haben vor einigen Jahren, vor Corona bereits, in dem Raum eine CO2-Messstation errichtet, weil uns von Medizinern geraten wurde, hier mal Tests durchzuführen. Bis zu dem Zeitpunkt haben wir beim Betreten des Raumes sicherlich über die menschlichen Sinnesorgane wahrgenommen, ob die Raumluft in Ordnung war oder nicht, aber messen konnten wir sie nicht. Wir haben also bei dem ersten Test festgestellt, dass wir bei einer Belegung mit 6 Personen über einen Zeitraum von 30 bis 45 Minuten einen Wert von 2500 ppm in diesem Raum hatten. Das hat uns selbst überrascht, weil wir ja selbst wussten, dass man die Raumluftqualität über die Sinnesorgane vielleicht wahrnehmen kann, aber nicht messen kann. Die Werte, die uns von den Medizinern damals vorgegeben wurden, lagen bei 1500 ppm. Also das war alles vor Corona und hatte nichts mit Corona zu tun. Wir haben dann diese Messstation, mit der man CO2 messen und auch die Raumlufttemperatur messen kann, installiert, ohne Steuerung. Es war eine reine Messstation, in der wir nur die Werte über die Belegung mit Personen in einer gewissen Anzahl messen wollten. Das haben wir auch dokumentiert und haben das alles mal niedergeschrieben. Also es war für uns schon ein Quantensprung und eine Entscheidung, das dann weiterzuführen. Wir haben in Absprache mit unserem Motorlieferanten dann eine Steuerung konzipiert, die dem jetzt vorgeschaltet ist. Die Steuerung reagiert auf die eingegebenen Werte, die kann auch verändert werden, sodass wir über die 600 ppm, wie wir sie jetzt in der Raumluft hier drin haben, mal kurz einen Atemstoß. Man sieht also, dass sehr schnell der Wert von den 600 ppm auf einen hohen Wert steigt. Das Umweltbundesamt hat dann in Corona-Zeiten den Wert von 1500, der irgendwann mal gegolten hat, auf 1000 zurückgeschraubt oder festgelegt. Und im letzten Jahr wurde der Wert nochmal auf 900 reduziert, sodass wir heute eine Raumluftbelastung von 900 ppm als Obergrenze ansehen können. Der normale Wert liegt so bei 500 bis 600 ppm und wir haben jetzt die beiden Fenster geöffnet. Wir sehen also, dass aufgrund der Druckdifferenz die Raumluft sehr schnell ausgetauscht wird. Wir können also mit dem Lamellenfenster innerhalb kürzester Zeit die komplette Raumluft austauschen, ohne dass wir den Temperatur, also die Innenraumtemperatur, wesentlich verändern. Wir liegen also hier jetzt bei 22,2 Grad Raumlufttemperatur. Wir haben auch Messungen im Winter durchgeführt, wenn es außen Minustemperaturen sind. Wir haben also den Wert höchstens um 1 Grad unterschritten, was für die Annehmlichkeit im Raum keine große Rolle spielt. Wir haben jetzt, das ist ja noch alles kabelgebunden, das heißt die Übertragung der Werte zur Steuerung erfolgt kabelgebunden, von der Steuerung zu der Motorik ist kabelgebunden. Und wir haben jetzt eine Entwicklung gemacht, in der wir kabellose Motorik und kabellose Steuerung entwickelt haben. Das heißt, wir können in Zukunft in Bestandsgebäuden, ohne dass zusätzliche Kabelverlegung stattfindet, feststehende Scheiben oder Dreh- oder Drehkippfenster rausbauen und dann durch Lamellenfenster ersetzen. Das heißt, es erfolgt in ganz kurzer Montagezeit Ausbau und der Wiedereinbau des Lamellenfensters. In dem Moment, wo das Lamellenfenster dann eingebaut ist, ist es funktionsfähig. Das heißt, alle Daten von der Messstation CO2 bis zur Steuerung, von der Steuerung zur Motorik, wird kabellos stattfinden. Das heißt, wir können die gesamten Messergebnisse über kabellosen Transfer an den Motor, der mit einem Akku ausgestattet ist, übermitteln.
Zusätzlich zum Motor wird auf der Außenseite dann ein kleines Modul, ein PV-Modul angebracht, um die Motorik mit Energie zu versorgen. Wir haben Motorik entwickelt oder Motoren entwickelt, die einen sehr geringen Stromverbrauch haben, die bei ungefähr 0,2, 0,1 Ampere liegt. Das heißt, wir können auch mehrmals am Tag öffnen und schließen, ohne dass wir wesentlichen Einfluss auf die Entleerung der Akkuzellen haben. Sollte es mal notwendig sein, was wir allerdings in den ganzen Tests niemals hatten, dass wir Energieverlust haben, dann könnte man über einen externen Akkuspeicher wieder zuladen, sodass die Funktion wieder voll da ist. Das ist so unser Ziel. Und die Mediziner haben also die Werte, die wir jetzt erreichen mit 500 bzw. 600 ppm als gute Werte erreicht, damit der Mensch in einer gesunden Raumluft leben und arbeiten kann. Das ist wichtig.